So, Freunde, Mirelle und ich, wir sind jetzt im Einkaufszentrum und werden jetzt ein paar Partner-Look-Outfits shoppen, denn es steht was Großes an in 2 Tagen und es ist noch nichts geplant. Aber wenigstens fangen wir, wie Mirelle gerade meinte, schon den Wochenvlog mal an einem Montag an. Ja. Alter, mega. Ich habe mir einen Stress-Down-Juice geholt. Mal gucken, ob der was bringt. Mirelle und ich brauchen ein bisschen was Gangsterhaftes. Nochmal eine richtige Gangsterpose. Ja, ich finde das irgendwie nice. Steh mal nicht wie so ein schlaffer Sack. Digga, bei mach mir mal. Zeig mal, dreh dich mal bei auf. Mir sieht das komisch aus. Nein. Ich bin nicht gerne. Alter, ist die Kamera schmutzig? Siehst du das? Da war, das waren wieder deine Griffeln, ne? Ja, deine Touch-Griffeln. Hi, Dirties. Was geht ab? Wir haben euch natürlich wieder überhaupt gar nicht mitgenommen bei unserem Shopping-Trip. Wieder reingekackt. Klasse. Ja, aber kein Problem, denn heute steht das große Shooting an. Das große Shooting steht heute an. Mirelle, bist du bereit? Ja. Hast du dir schon eine Pose überlegt? Wie wirst du posen? Ja, also ich dachte, mit meinem breiten Kreuz macht sich das natürlich gut auf. Ja, ja, ja. Da brauchen die natürlich eine Weitwinkelkamera. Du, die haben sie. Die haben sie. Genau, dann dachte ich einmal sowas hier. Oh! Dann ja. Vielleicht nochmal so von... Und vielleicht nochmal so durchgucken. Ey, mega ja, mäßig. Ne? Wir shooten für Musik. Ja, ganz einfach für Musik. Stay tuned! Ja, stay tuned und so. Auf jeden Fall hat es mit Le Musière zu tun. Le Musière. Und ja, wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit. Übergang! Oh, Alter, ich habe auch die schönsten Sonnenbrillen. Was für Socken? Das sind Ballerinas. Das sind Hane. Sie nennen mich aus der Mensa geklaut. Von der Petra aus der Mensa geklaut. Ich gehe auch mal nach vorher hin. Okay. Schnell. Ich sehe gerade aus wie ein Lappen. Musst du das hier so filmen? Meinte gerade schon, damit kann man Leute erstechen. Wir sind die Cappuccinos. Ja, ich bin Latte Macchiato und sie ist Cappuccino. Cappuccino! Ratatata! Wollen wir jetzt die Knarren rausmachen? Lisa, was wird gerade gemacht? Meine Geheimratsecken verschwinden. Oh, wow. Ja. Stefanis hier. Wohnzimmerstube gemacht? Ja, genau. Mega. Richtig klasse, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Erzähl, was gibt's Neues? Irgendwas im Beauty? Du, bei mir. Frag bloß nicht, ne? Oh Gott, nee, was ist los? Ja. Also, bei Udo und mir läuft's nicht mehr, ne? Nee. Batscho nervt. Batscho! Claudia, so habe ich dich ja auch noch nicht erlebt. Ja, tut mir leid. Bist du total hin und her gerissen? Du, ja. Und das ist mir einfach alles zu viel, ne? Der würdigt mir keines Blickes mehr. Glaubst du mir das? Das stört immer ein bisschen. Ja. Nee, das kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Du bist ja eine Hübsche. Eben. Ich verstehe es nicht, weißt du? Und, naja, dann sagt er letztens zu mir, dann sag ich, Udo, wie sieht's aus? Der redet auch nicht, der Männer, ne? Nee, der redet nicht. Du kennst ihn ja jetzt auch langsam. Der spricht ja nicht, ne? Der redet ja in Rätseln und ich sag, Udo, was ist los? Stört dich meine roten Haare? Weißt du? Du, Claudia. Ja. Ich möchte... meine Frise juckt ein bisschen. Aber ich möchte da jetzt auch nicht zu nahe treten. Mhm. Und hör mir mal zu, aber vielleicht... Ja, das ist schon die richtige Stelle. Vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr auf deine Beautiness achten.
Naja, Lydia. Naja, nee, du bist auch eine wunderhübsche. So ist es gar nicht. Aber was meinst du? Naja, du hast da vielleicht, du solltest mal dein Frauenbart vielleicht ein bisschen stutzen. Oh Gott. Ja, vielleicht ist das was. Ist der so schlimm? Naja, der ist schon ein bisschen dolle. Nein. Ja, ich wollte, du, bevor dir das dein Männe sagt, dachte, sag ich dir das lieber. Meinst du, vielleicht ist das so? Ich dachte immer, das liegt vielleicht an meinen roten Haaren. Nein, Cornelia. Nee, du heißt gar nicht Cornelia. Du heißt ja Claudia. Du bist doch Cornelia. Ich bin Cornelia auch. Ja, wie du merkst, ich habe momentan auch, ich war letztens beim Arzt, weil ich ja immer so tüdelig bin, ne? Oh! Ja, Und was sagt der? Weißt du, ja, da habe ich, erstmal habe ich keinen Termin bekommen. Ne? Oh, da habe ich angerufen. Die, das sind die Ärzte, ne? Die sind heutzutage. Du weißt ja, wie das beim Dr. Match Doven schnallt. Ach, bei dem bist du noch? Ja, natürlich bin ich bei dem. Du musst wechseln. Ja. Du kommst zu mir. Ich bin da bei der Frau Dr. Rosalinde Siebenzahn. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist ganz klasse. Naja, ist, mega. Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls habe ich das letztens gemerkt, da bin ich dann ins Bad gelaufen. Aber dann war ich im Bad und wusste nicht mehr, was ich machen konnte. Ich habe das einfach. Einfach vergessen. Hey, erzähl weiter. Nee, und dann war ich da und dann sagt er auch nur, ja, weißt du, was er zu mir sagt? Ja, rat mal. Ja, hat er gesagt. Nee, der sagt, du, ich hab doch eine Frage geraten. Ja, nee, es ist mir auch egal. Ja, Frau, wie heißt ich nochmal mit Nachnamen? Ah, wirklich tolle Frisur. Das ist schon wieder so ein Chaos-Vlog, das ist unglaublich, hey. Hat keinen Anfang und kein Ende. Dunkel, was ist dein Problem? Du ziehst eine Fresse von hier bis nach Kaiserslautern. Kurz zur Erklärung. Heute Abend ist der Geburtstag von der Freundin von meinem Bruder. Meine Schwester, ja, sagt, da sind nur Ältere, sie möchte nicht mit. Sie weiß, dann sitzt sie damit rum und so. Und irgendwie hat sie deswegen voll schlechte Laune. Aber nicht mehr lange. Dude, hörst du mich? Oh, Alter! Dude, willst du einen Schneemann bauen? Komm doch mit. Ich würde mich freuen, wenn du mich heute Abend begleitest. Es wird toll und ich lasse dich nicht allein, ja? Du hast Ferien und du musst die Ferien auskosten. Sonst wirst du es bereuen. Und ob du heute Abend im Bett liegst und nichts tust oder einfach mal mitkommst und vielleicht eine neue Erfahrung fürs Leben sammelst, das bringt dir mehr. Zeit ist Gold. Dude! Also langsam habe ich die Faxen dicke. Dude! Hey! Ignorier mich nicht! Naja, Dude, ich will nur. Also, das sind auch meine letzten Worte, ja? Überlegst dir einfach, ja? Und du weißt, wo du mich findest, ja? Ich habe mir jetzt die Erlaubnis von Dude eingeholt, dass ich die Kamera anmachen darf. Dude geht's schon besser. Sie ist auf dem Weg der Besserung. Kommst du da mit, ne? Gib mir einen Daumen, wenn es so ist. Wo ist der Daumen? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, wir machen da heute Abend richtig Party. Wir machen uns schick. Du ziehst dein neues Oberteil hier an von Monkey. Wo ist das? Oh, guck mal. Das ziehst du an mit einem tollen Drunterteil drunter. Meine Lederleggings, Alter, und dann marschierst du da rein und sagst, ja, ich bin 16. Und? Wir tanzen einfach ein bisschen. I wanna take you away. Da wird keiner sein, der dir sagt so, oh Gott, was hat die hier zu suchen, die ist 16? Dann machst du so, was? Siehst du mein Kreuz, was? Wenn ich mich einmal hinsetze, hast du einen auf dem Haus. Ja, komm. Komm. Ja, aber da musst du mal auch von alleine die Initiative ergreifen und sagen, hi, ich bin Mirelle, ich wollte auch mal was erzählen. Und du kommst mit. Gib mir einen Daumen, wenn es los. Dude, gib mir einen Daumen. Gib mir einen Daumen. Gib mir einen Daumen und du bist dabei. Du brauchst, glaube ich, mal einen Selbstbewusstseinsschub. Guck mal. Hier ist ein Spiegel, ja? Du denkst dir jetzt erstmal so, ja, hey. So, du siehst diesen Spiegel, Mirelle, und du denkst dir erstmal nichts, ja? Aber du denkst dir so, ja, was jetzt? Aber du musst dich immer mal vor den Spiegel stellen und sagen, hey. Ich bin toll, ich bin fein, ja, das mag sein. Komm, steig einfach mit ein, wenn du bereit bist, okay? Ich bin toll, ich bin fein, ja, das mag sein.
Ich bin toll, ich bin fein, ja, das mag sein. Du steig mit ein. Und ich bin toll, ich bin fein, ja, das mag wohl sein. Und erstmal jetzt. Oh. Oh, die hast du gut gesehen, die Augenbraue. Die ist mir heute auch schon aufgefallen bei dir. Super, Dude, das sieht ganz nach danach aus, als würdest du dich für heute Abend fertig machen. Mega. Oh Gott. Kennst du diese Leute, die so eine Bilder mit den Ballons machen? Ja, die machen eine Überwertung. Ja, verstehe ich gar nicht. Ich hasse die. Hallo. Antippen. Weil mir irgendwas. Jolade hihi, jolade hihi, jolade jolade jolade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gnädigen Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier heute zu der Geburtstagsfeier.